Ain't no sunshine when she's gone. Hey, ich bin Sunny Miri vom Fettspielen.de Team und ich begrüße euch heute zur 50. Jubiläumsfolge von My Sunny Resort. Ja, es sind schon 50 Let's Plays rum und es geht noch weiter. Deine Gäste haben 549 Attraktionen besucht. Du hast dafür 4525 EP erhalten. So, dann starten wir doch mal in das 50. Let's Play und gucken mal, hier ist die nächste Dame von ihrer Fortbildung zurück und wir werden das mal in die Qualifikation investieren. Ja, und wir öffnen natürlich unseren Gratis Booster. Yeah! So, dann gucken wir doch mal hier, was haben wir da Schönes? Karten einlösen. Oh, jetzt haben wir wieder Sessel. Wir haben einen richtigen Sessel geschenkt bekommen, den ich natürlich auch gleich verkaufen werde, weil ich den wieder nicht gebrauchen kann. Ich möchte natürlich neue Bauhaussachen kaufen. So, Gäste verabschieden. Hier. Ja. So, Tortuga-Schildkröte. Was hat die heute für uns? Ich bin gespannt. Das ist ja mal so ein kleines. 1431 Erfahrungspunkte. Super. Vielen Dank, Tortuga-Schildkröte. Yeah. Ich bin voll motiviert. 50 Folgen. Wow, das ging echt schnell, oder? Was meint ihr? 50 Folgen My Sunny Resort und ihr habt immer noch nicht angefangen. Dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall mal anfangen. Denn das Spiel ist kostenlos und von Upias und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, in der Anmerkung und in der Infokarte von diesem Let's Play Video. So, und wir haben die erste Quest auch schon wieder erfüllt. Hier, macht's gut. Ja, denn wir müssen hier nämlich jetzt putzen und Platz machen für die neuen Gäste. Zack. Gäste verabschieden. Und hier wird auch geputzt. Da sind schon weg. Die sind schon, bevor ich überhaupt auschecken lassen konnte, haben die sich verabschiedet. Ja, und ich möchte natürlich noch meine Bungalows ein bisschen pimpen, damit ich noch mehr Geld verdienen kann. Ah nee, wisst ihr, was wir heute machen? Ich habe nämlich das letzte Mal offline was entdeckt und das muss ich euch unbedingt zeigen. Denn das wird uns neue Welten eröffnen, ja. Ihr wusstet es vielleicht schon, aber ich wusste es noch nicht und ich habe mir das mal angeguckt und ich weiß jetzt Bescheid. Denn wir brauchen ja Platz, ne? Und was habe ich die ganze Zeit gesagt? Was stört mich oder was ist uns die ganze Zeit im Weg? Oh, im wahrsten Sinne des Wortes, der Weg. Genau. Und ich habe herausgefunden, wie man den entfernen kann. Ganz easy, einfach, da hätte ich vielleicht mal richtig schauen sollen, im Wegemenü. Und ja, da kann man jetzt den Weg abreißen und so können wir natürlich mehr Platz schaffen. Und ich kann auch gleich neue Dinge bauen. Ist das nicht geil? Ich finde es super. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das gestern entdeckt habe. Ja, so. 5 Gästegruppen, einer Unterkunft zu weisen. Achso, die müssen noch geputzt werden. Das ist aber gleich fertig. Ah, das ist toll. Das ist mein Lieblingsbungalow hier. Zuck. Zack. Alles fertig geputzt. Zack. Hier. Dame, gehen Sie mal bitte dahin. So, die kommt hier hin. Und der bekommt einen Drachen. Yeah, coole Sache. Hier können wir natürlich auch nochmal die nette Dame vom letzten Mal zu einer Fortbildung schicken. Ja. So. Hier, komm mal her. Junger Mann, kommen Sie mal her. Sie bekommen jetzt auch das schönste Bungalow. Den schönsten Bungalow ever. Forever and ever, ever. Yeah! So, Bedürfnis erfüllt. Dann gibt's hier. Zack, du kommst da rein. Ich glaube, einen neuen Bungalow können wir gar nicht kaufen, weil wenn ich jetzt nämlich den Weg abreiße, das kostet nämlich Geld, habe ich gesehen. Also wenn man sich da mal verbaut hat, dann ist das echt ein bisschen doof. Aber gut. Besser als gar nicht abreißen können, ne? Sag ich dann immer. So. Zack. Das können wir mal einsammeln. Und dann können wir jetzt hier mal eine neue Produktion starten, gucken mal, was wir noch haben. Oder wir lassen mal den Mitarbeiter schulen. Ja, das machen wir. Mitarbeiter schulen, 1400 Hoteldollar, das können wir uns auch leisten. Und dann schauen wir doch mal. Und zwar, wann kommt hier die nächste Gästegruppe? In 3 Minuten. Jetzt gehen wir ins Baumenü und zu den Wegen. Hier, Weg entfernen. Zack, wird gekauft. Oh, mein CC-Cleaner-Update. Ja, wissen wir Bescheid. So, Luftmatratze ist fertig hergestellt. Hier können wir jetzt auch gleich eine neue Produktion starten oder vielleicht auch eine Mitarbeiterschuhe. Ja, Druckluftflasche. Das ist immer wichtig, dass man die Mitarbeiterschuhe, denn die können natürlich auch mehr produzieren und es bringt einem, glaube ich, auch Erfahrungspunkte. Zumindest habe ich das so verstanden. was wir auf jeden Fall mal machen können. Hier können wir jetzt 10 W entfernen und da können wir natürlich alle, die hier unten entfernen, ja, die stören. Denn dadurch haben wir nicht genug Platz. Genauso wie die hier. Ja. So, schon ist es weg. Jetzt haben wir hier den Sessel, den wir natürlich verkaufen können. Den brauche ich nicht. Gucken wir mal hier. Da haben wir auch einen Sessel vervollständigt. Ja. Und den können wir auch gleich verkaufen. So. Verkaufen. So, also jetzt habe ich es richtig gecheckt hier bei My Sunny Resort und ihr habt da jetzt auch gesehen, wie man eine Wege abreißt. Und hier kann man natürlich jetzt was hinstellen, ne? Und ich würde aber vorschlagen, dass wir vielleicht hier wirklich wie so ein,
ja, so ein Bungalow-Resort machen, dass wir einfach das dort drüber stellen. Genau, das passt jetzt nämlich dahin. Guckt euch das an. Och, ist das toll, oder? Ich finde es einfach nur super. So, und das vielleicht auch. Nee, was ist denn hier? Das war doch größer, ne? Zack. Ja, nee, aber da sieht das nicht so schön aus. Das gefällt mir nicht so. Aber wir können das mal hier rüberstellen, dann können wir das Frangipani-Beet gleich ersetzen. Aber wir können das Beachvolleyballfeld hier hin machen, wenn das hinpasst. Ja, das sieht doch gut aus. Und jetzt müssen wir natürlich wieder alles umbauen. Vielleicht, was machen wir hier mit? Mache ich mir erstmal dahin so. Das Frangipani-Beet. Da haben wir ja genügend. Und die kommen jetzt erstmal alle hier hinten hin. In diese tote Ecke da. Aber eigentlich könnten wir den Weg hier auch abreißen. So, ich packe das mal ein. So. Wird jetzt alles eingepackt. Genau, dann können wir nämlich den Weg ja auch abreißen da hinten. Der ist dann zwar komplett weg, aber das ist eigentlich ganz gut, weil das ist alles verlorener Platz, ja? Möchtest du das Gebäude? Nein, möchte ich nicht. Das war aus Versehen. Hallo, geht's noch? So, der wird auch eingepackt. Das wird alles eingepackt, denn wir brauchen Platz. So. Und guckt, ihr werdet gleich sehen, wie viel Platz wir auf einmal haben. So, das könnte man natürlich hier hin machen. Da verlieren wir doch noch eine ganz schöne Menge. Nee, so, das kommt dahin und jetzt brauchen wir nochmal Wege entfernen. Die waren hier. Ich habe übrigens auch 50 Urlaubsspaß. Habt ihr das gesehen? Ja? Gucken wir mal, ob wir dafür was kaufen können. Das wäre natürlich auch ultra. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen wenig. Oh doch, hier, guck mal, einen Kaktus im Western-Style können wir dafür kaufen. Oder einen Holzeimer Western. Und was gibt es noch? Fünf Dusche Western und das alles ist an. Der Rest ist noch nicht freigeschaltet. Gucken wir mal hier bei Deko. Vielleicht gibt es da auch was Tolles. Schiff im Schalentopf. Oder wir sparen das natürlich. Können wir natürlich auch machen. Das wäre auch nicht schlecht. Oh, Happy Hops Hüpfburg. Woo! Die ist ja mal ultra, oder? Was meint ihr? Krasse Sache. Ja, wollt ihr was kaufen für den Urlaubsspaß? Ich bin ja eigentlich dafür, ne? Sollten wir machen. Wie ich finde. Wollen wir diese Muschel kaufen? Ach so, die kostet nochmal extra 15.000. Nein, die kaufen wir jetzt nicht. So, wir wollten den Weg entfernen. Jetzt bin ich hier vor lauter Urlaubsspaß. Bin ich durcheinander gekommen. So, und zack, das wird jetzt gekauft. Und dann werden die Wege entfernt. Zack, zack, zack. Wollen wir den da hinten auch entfernen? Das benötigt alles Platz, ja? Also das ist echt ein bisschen. So, nee, wir lassen das mal hier, oder? Wollen wir den auch wegmachen? Eigentlich reicht es doch, wenn es so einmal rundherum geht, oder? Der hier ist auf jeden Fall sehr auch unnötig, wie sonst was. Dann müssen wir nochmal kaufen. Weg entfernen. Habe ich gekauft. So, da haben wir ihn. Zack, zack. Okay, das sieht schon mal gut aus. Und ja, jetzt will ich keinen Weg mehr entfernen. Dann müssen wir erstmal ein paar Bedürfnisse von den Gästen erfüllen, damit die glücklich und zufrieden später nach Hause gehen können. Ja. So, das haben wir getan. Zack, zack. Und hier rüber. Guckt euch das mal an, wie viel Platz man auf einmal hat, oder? Das gibt's ja wohl gar nicht. So, jetzt machen wir einen Pool. Oder wir machen hier hinten so ein, wie so ein ja, Essparadies, Grillgebiet. Ich bin aber gespannt. Ich weiß nämlich nicht, was hier hinpasst. Das wäre natürlich super, wenn das alles einigermaßen ein bisschen passen würde, damit man nicht so viel Platz verliert, weil das ist nämlich zum Beispiel sehr klein hier. Wir könnten das da hinbauen. Das muss hier sowieso alles eingepackt werden. Nee. Ach so, das gehört zum Volleyballfeld dazu. Ja, also ihr seht das mal wieder, eine riesen Umbauaktion hier in meinem Resort. So läuft das, wenn man nicht genug Platz hat. Aber gut, ich meine, das ist halt so, ja. Aber wir können dadurch Platz schaffen, dadurch, dass wir den Weg entfernen. Man kann den Weg natürlich später auch nochmal komplett entfernen, wenn man noch mehr Platz braucht. Aber ich würde sagen, ein bisschen Weg sollte man schon lassen, damit sich die Gäste auch wohlfühlen und bewegen können, ne? Sonst laufen ja die ganze Zeit irgendwie zwischendurch rum. Die laufen ja schon auf den Wegen. Ist ja auch wichtig, ne? Also, ich meine, wir laufen ja auch nicht, wenn man im Resort irgendwo unterwegs ist oder im Hotel oder so, dann läuft man ja auch nicht über die Wiese oder so einfach. Man läuft schon auf dem Weg. Deswegen sollte man die hier auch bewahren. Nachher sind die ganzen Blumen blattgetreten oder irgendwas. Also, Pflanzblumen, ja. Pflanzblumen. So, da haben wir noch einen Teich. Hier haben wir noch Frangipani-Beet. Da habe ich aber auch ganz schön viel. Ich könnte die natürlich auch mal alle verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob mir das wirklich was bringt hier in meinem Resort, diese ganzen Frangipani-Blumen. Aber ich will sie mal nicht verkaufen, denn die haben natürlich auch Geld gekostet. Und man muss sie auch gießen, was eigentlich auch total hirnrissig ist, aber gut. Also hirnrissig jetzt nicht, aber ist halt ein bisschen nervig für mich. So,
dann gucken wir doch mal. Was können wir jetzt da hinbauen? Da können wir doch bestimmt, wisst ihr was? Da können wir doch bestimmt ein Bungalow hinmachen. Oder schaffen wir das alles hier hinzumachen? Das ist natürlich auch super. Das ist aber alles zu viel. Guckt mal hier, das ist alles zu breit jetzt. Wie sieht das aus mit dem Bungalow? Können wir den hier hinmachen? Da würde einer hinpassen. Wollen wir das machen? Naja, kann ja nicht schaden. Wir bauen jetzt erstmal dahin und gucken mal, ob wir noch was daneben bauen können. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin auch so ein bisschen unentschlossen, ihr bemerkt, ne? Ich weiß nicht, ob das das Ideale ist. Wir gucken mal, ob wir den Pool darüber bekommen. Der wird natürlich dahin passen. Ja, der ist nämlich auch schön groß, seht ihr das? So. Und den anderen Pool, ich weiß gar nicht, ob ich den schon verkauft hatte. Ja, ich glaube, ich habe den schon verkauft, ne? Mal anderen Pool habe ich verkauft. Einfach so in den Wind geschossen. Und das können jetzt natürlich auch hier hin. Oder wollen wir lieber das neben dem Pool? Das ist doch geil, ja. Da können wir direkt auf den Pool gucken. Ja. Ja. Aber wir machen das. Wollen wir noch ein paar Blumen dazwischen setzen? Wäre vielleicht ganz gut. Dann haben wir nicht so viel Platz verschwendet. So, komm, Frangipani-Beet. Zack, zack, zack. Zumindest geht das Platzieren relativ schnell. Das finde ich gut. So. Das kommt jetzt einfach hier dazwischen. Als Lückenfüller. Ja, im wahrsten Sinne ein Lückenfüller. Und die Blumen kommen jetzt auch hier schön drumherum. Ah, das gefällt mir. Das sieht super aus. Also sieht nicht super aus, aber es macht auf jeden Fall Sinn, denn so haben wir Platz gespart und ich muss noch mal Weg abreißen, den ich natürlich auch noch später abreißen kann. So, hier hinten können wir noch was hinbauen. So. Und jetzt platzieren wir das mal kurz da vorne hin, damit ich auch sehe, keinen Platz verschwende. Mhm. So, dann kommt das hier wieder dahin. Zack. Guck mal hier. Kann man schön in den Blumen sitzen und dort essen. So. Wollen wir vielleicht das hier noch irgendwie daneben machen? Kann man eigentlich schon machen, oder? Was meint ihr? So, da haben wir eins da und eins hier. Und dann ist das hier wirklich alles so Party, Pool und Bungalow-Landschaft. Ja, das machen wir. So, und hier brauchen wir dann aber auch nochmal Frangipani-Beet. Und zwar eine Reihe hier vorne. Das habe ich schon gesehen. Ja. Und hier hinten auf jeden Fall auch. Das sieht doch auch ganz schön aus jetzt, oder? Was meint ihr? Also ich finde es super. Ich bin begeistert. Und mal gucken, ob das jetzt hier hinpasst. Verschieben. Ja, und da können wir jetzt aber noch, müssten wir noch eine Reihe, da können wir noch die Blume hinstellen, Pharaonenstatue. Oh, die sieht man da hinten gar nicht, das ist natürlich doof. Die stellen wir dann mal hier vorne hin. Schieben wir das mal nach da hinten, genauso wie das. Können wir nach da hinstellen. Jetzt haben wir sogar zu wenig Frangipani-Beet. Das gibt es ja gar nicht, dass ich zu wenig Frangipani-Beet besitze. Dann reißen wir das aber hier vorne ab, denn dann kann ich das schon mal dahin bauen. Weil da hinten, das sehe ich ja dann nicht mehr, wenn das da steht. Sonst muss ich das wieder abreißen oder versetzen. So, gut. Das sieht nochmal super aus. Und es gibt mehr Platz. Guckt euch das an. Jede Menge Platz. Und hinten können wir sogar auch noch ein paar Pflanzen, einen Lotusteich klein hinmachen. Ja, machen wir jetzt einfach mal da hinten. Natursteinweg. Was haben wir da noch? Strand, Grasbusch. Ach, komm. Frangipani-Beet rot haben wir auch noch eins. Kommt auch noch dahin. So, den Natursteinweg haben wir eingesammelt. Da könnten wir jetzt natürlich auch Sandweg entfernen und den dann hinbauen. Aber ich würde vorschlagen, ich warte jetzt erstmal. Wer weiß, für was ich den Weg noch brauche, ja. So, du kommst dahin, du kommst hierhin, du kommst dorthin und du kommst dahin. Yeah, es läuft hier. Guckt euch das an. Yeah, ich bin begeistert. Und wir gucken jetzt mal, hier können wir nämlich auch neue Produktion starten. Und zwar machen wir mal 5 Drachen. Das sieht super aus. Wow, das ist echt geil. Also ich bin wirklich, ich bin sehr begeistert hier von meinem Resort. aber wir müssen noch was umbauen. Und zwar kommt das jetzt hier hin. Ich möchte gerne meinen schönen, dieses schönen Bungalows nach da hinten machen. Und das hier vielleicht so in die Mitte. Ja, genau. Und dann kann man von allen Seiten hier direkt den Pool daneben. Kann man richtig abgehen und dancen. Und die Palmen, die ist jetzt natürlich doof, dass die da stehen, so um den Bungalow verteilt. Die können wir natürlich vielleicht hier hin machen. Hat man hier auch noch ein bisschen mehr Platz. Ja. Ja, mein Resort wächst. Wow. Cool. Also alles nur dank dem Level-Up
bin ich so begeistert davon. Nein, natürlich, da war ich davor auch schon begeistert, aber jetzt noch mehr. So, dann haben wir hier, die können wir auch noch mal verschieben. Zack. Zack. Hier sind auch noch welche. Zack. Obwohl das jetzt, glaube ich, schon wieder nicht so schlau war, weil ja immer zwischen den Bungalows immer eine Reihe Platz sein muss. Und das kam natürlich durch die Palmen ganz gut. Geil. Das lassen wir jetzt erstmal so. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder Platz für einen neuen Bungalow. Und jetzt gucke ich mal, ob ich vielleicht noch was für mein Geld kaufen kann, damit die wachsen natürlich, damit ich mehr Sterne bekomme. Und hier haben wir noch eine Unterkunft, die wir anbieten können. Und zwar bieten wir dann hier na, 8080. Oh, doch. Das sieht doch ganz gut aus. Ah, 3080. Na, egal. So, dann gehen wir nochmal in den Shop. Let's go shopping. Und gucken wir mal nach dem Möbel. Bauhaus. Ja, eine Couch haben wir ja schon. Nein, ich lasse das erstmal. So, und ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht, mir zuzuschauen und mit dabei zu sein in der 50. Jubiläumsfolge. Und ihr seht, ich habe endlich das geschafft mit den Wegen, ja, Wege zu entfernen. Das ist eine schwierige Aufgabe hier bei Meister nämlich so. Nein, man muss natürlich nur mal richtig gucken. Aber ich wusste das nicht, habe es heute rausgefunden und das finde ich natürlich super. Du bleibst hier stehen, bitte, ja. Und starten wir noch eine neue Produktion. Was machen wir denn? Machen wir mal noch 5 Donuts. So. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Meistern im Resort spielen. Ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und bis nächste Woche zum nächsten Meistern im Resort Let's Play. Tschüss, eure Miri.